So, heute in der Früh sind wir aufgestanden, geschlafen wie ein Stein. Jetzt haben wir allerdings beschlossen, genug von Abu Dhabi. Jetzt machen wir spontan einen Wechsel nach Dubai und fahren rüber. Ist ja nur nicht einmal eine Stunde mit dem Auto und dann schauen wir uns für die nächsten Tage Dubai an. Gehen wir ins Gym, oder? Es ist Weihnachten und dafür müssen wir Burger King essen, damit wir uns warten. Na gut, das reicht für heute, glaube ich. Ja, ich glaube auch. Jetzt geht's nach Dubai. Jetzt haben wir alles gepackt und jetzt fahren wir mit dem Uber nach Dubai. Die Aussicht unbestritten um eine Ecke besser und es ist ja draußen viel, viel schöner. Jetzt hoffen wir, dass wir unseren Room kriegen, weil bei mir ist es schon 16.15 Uhr. Am 26. Dezember könnte vielleicht sein, dass die Uhr nicht so ganz eingestellt ist seit ein paar Tagen, weil schon langsam kommt das Problem mit dem Hunger. Und wie wir schon mittlerweile wissen, Hunger ist ein bisschen ein Thema, gell? Bei uns beiden. Nein, das ist nur bei uns beiden, genau. Ich bin nie hangry. Also du glaubst, das ist aus echtem Lebkuchen, dieses Haus? Ja, weil da haben schon Leute was runterbissen. Geh hin bitte schauen, und koste das. Nein, das kostet nicht. Nein, ich möchte, dass du das jetzt kostest. Nein, ich brich's nicht an. Doch, geh hin und koste. Das ist wirklich Lebkuchen. Das ist wirklich Lebkuchen. Ja, schau, das ist ein richtiger Teig. 5 Minuten sind vorbei, wie schaut's aus? Ja, es sind 10 Minuten vorbei und es schaut schlecht aus. Ja, muss halt immer mal am Machtwort sprechen. Nachdem wir laut der Uhr 3 Stunden geordert haben, aber effektiv waren es eher 35 Minuten. 608, 601, 7, das ist amazing. Jetzt schauen wir uns das an mit dem großen Mittel. Das war's schon. Badezimmer. Ja. Der Ausblick ist aber gar nicht cool. Würde ich schon sagen. Aber das Zimmer ist schön, das ist das Bett für dich. Naja, finde ich trotzdem cooler als im letzten Hotel. Ja, ist ein bisschen Construction Site, aber da so rüber, ich glaube in der Nacht schaut das schon cool aus. Und da ist ein Kran. Ja, okay. Also, das ist wirklich. Wer findet, dass das schön ist? Wirklich niemand. Da wird einfach ein neues Hochhaus gebaut und da kannst du dann zu denen hinschauen, zu den Arbeitern. Also, ich habe jetzt Beschwerden, wir kriegen hoffentlich jetzt dann ein gescheites Wir Zimmer. Haben jedenfalls die Golf View gebucht, also auf dem Golfplatz, glaube ich. Und zur Skyline ist zur das. Zur Skyline, ja. Aber dafür halt ohne Balcony, aber den braucht man nicht, weil da ist laut draußen. Ja. Außerdem sitzt und immer schattig ist dann. Aber es ist trotzdem nervig, weil jetzt ist es schon 16 Uhr und ich habe noch nichts Mittag gegessen und jetzt müssen wir dann nochmal umziehen und es dauert und dann hoffentlich heute noch und wir wollen ja dann fortfahren, weil dann musst du wieder dabei sein und bla bla bla. Es ist einfach immer Zeit, die du verlierst, aber ist ja zum Glück, kommt es ja relativ selten vor, dass man den falschen Room kriegt, aber ich finde es ja im Nachhinein auch ein bisschen blöd, ja, dass uns das als Upgrade verkaufen. Genau, das finde ich ist arg, dass sie uns das als Upgrade verkaufen. Balkonblick auf die Baustelle ist wirklich kein Upgrade. Ja, schauen wir mal. Geben wir ihnen nur eine Chance. Aber wenn ich den Golf View extra, haben wir extra gebucht, das hat mehr gekostet und dann kriegst du den aus. Ja, eben, weil es mehr gekostet hat, soll es dann schon das sein, was wir gebucht haben. Wenn es das gleiche wäre, dann ist es ein Balkon, naja, was ich meine will. Also für mich ist die View oberhalb der Baustelle, aber du hast recht, hoffentlich. Da muss man sich beschweren und wenn sie jetzt nichts Normales mehr frei haben, haben wir vielleicht die Chance auf eine Suite oder so. Aber jetzt gibt es was zum Mittagessen, ist mir jetzt egal welches Zimmer, weil ich habe jetzt Hunger. Tschüss. Also, na, das ist wirklich erfrischend. Mal den 46. Stock und holen uns was zum Essen. Da muss man sagen, View ist relativ gut. Der ist ziemlich cool. Zu
sind schon wieder seit 10 Minuten da und wir haben noch nicht einmal ein Menü gebraucht. Mittagessen wird jetzt langsam kritisch. 17.10 Uhr. Ich habe meine eigene Zeitrechnung aufgestellt. Das ist die Zeit, die gilt. Das ist jetzt 17.10 Uhr. Da ist ja noch der 26. Ja, haben wir mehr Zeit noch, 2022. Vielleicht ändert sich noch was. Ja, ich bin mir meistens nicht ganz sicher, was das für Gerichte sind. Shrimp Saganaki. Alles kenne ich ja dann doch nicht. Beim Wiener Schnitzel ist irgendwie aus mit Pommes bei mir. Aber deswegen bin ich mir da sicher nicht so schade, einfach kurz auf Google zu gehen und nachzuschauen, wie das so ausschaut. Und dann weiß ich, was es ist. Und es passieren vielleicht keine bösen Überraschungen. Die Chancen stehen besser. Das werden wir nehmen. Shrimp Saganaki. Ich hab gesagt, beim Pool habe ich noch nie so was Gutes gegessen wie da. Normal sind diese Poolbars nie so besonders, auch im 5-Sterne-Hotel. Super, ja, meins war gut. Ein bisschen small, aber. Ist aber dabei schon Small Eats. Ja. Bei na, mir? Ich tue nochmal Small Eats. Bitte, dieser Ausblick ist ja ein Wahnsinn. Also, da haben wir ein leichtes Upgrade gemacht, schon einmal vom Hotel her. Jetzt müssen wir noch ein Room-Upgrade machen. Schauen, ob die Arena das hinkriegt. Ja, ich glaube, die an die Suite. Ich sage, schauen wir mal. Zahlt es auf jeden Fall aus. Wenn wir Silvester nicht schon eine Idee hätten, was wir machen, könnten wir da herum sein. Das wäre das Feuerwerk. Können wir dann noch daherkommen? Ja, aber das Feuerwerk werden wir nicht da anschauen. Ja. Also das haben wenige Hotels. Herum alle wichtigen Bereiche aus Dubai. Da ist das ein Dubai, da ist die Palmeninsel, da vorne ist das Burj Al Arab und da vorne ist die Stadt dann mit dem Burj Khalifa. Ja, ist natürlich heated. Ist geheizt? Ja. Okay. Ja, dann gehen wir morgen am Vormittag her, weil da ist die Sonne da. Ja. Da ist sicher ein cooler Ausblick. Jetzt geht's einmal in die Abu Dhabi Mall. Nein, nicht Abu Dhabi Mall, ich bin noch immer in Abu Dhabi. Wir sind schon in Dubai. Wir sind schon in Dubai. In die Dubai Mall. In die Dubai Mall. Schauen wir uns an, ob sich was verändert hat. Also, dass man so ein bisschen einen Eindruck von der Größe da hat. Wir sind jetzt so hergefahren, so 20 Minuten. Ja, noch mehr, oder? Ja, 20 Minuten hergefahren und dann das letzte Stück, also die Zufahrt zur Dubai Mall war nochmal 20 Minuten mindestens. Also eigentlich 45 Minuten, so groß ist das, weil die Zufahrt so extrem lang dauert. Und die Dubai Mall ist ungefähr so groß wie die Grazer Innenstadt. Ja, da gibt es glaube ich viel Auswahl. Wir können da aber schauen. Da kannst du einmal aussuchen, was du haben willst. Auf was ist halt los? Da unten ist der Louis da. Da müssen wir natürlich unbedingt vorbeischauen. Das ist La Diorée, oder? Da waren wir erst. Es, ist noch immer, es steht noch immer das gleiche wie bei da steht Dining, es steht überall Dining. Ja. Wie kommt man da zurück? Das ist nicht zum Touch, ich glaube, das ist nur zum Anschauen. Nein, aber da war ja gerade vorher das, wo man aus. Ja, beim anderen drüben, da nicht. Ich glaube, wir müssen trotzdem da rüber gehen. Ja, dann gehen wir mal da rüber. Das ist so kompliziert. Nein, 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 schau, you are here, gell? Wir müssen so schön, aber in welche Richtung? Also ich glaube so um mich. Ich glaube, wir haben uns verlaufen. Nein, nein, wir gehen gerade. Endlich sind wir da. Nach einer Stunde. So, was gibt's jetzt? Pizza oder doch? Shake Shack? Ja, Shake Shack, weil das haben wir bei uns nicht. Ja? Yeah. Und Shake Shack ist so gut. Okay. Das ist der beste amerikanische. Der fetteste Burger zum dritten Mal. Also nehmen wir sicher ordentlich zu. Ich habe vorgeschlagen, der japanische ist so etwas Mocks. Shake Shack ist anscheinend bei den gehobeneren Restaurants dabei. Wie weit ist es weg? Keine Ahnung. Ja, wir gehen zum Grill Shack, wo wir schon einmal waren. Was ganz Gesundes bestellt. Ja, Garlic, nein, Knoblauchbrot mit Cheese irgendwas. Garlic Bread oder irgend so. Schaut gut aus, wenn wir mal kosten. Mhm. Ja, sind Pommes auch noch dabei. Ja, schauen wir, ob wir das schaffen. Hauptsache, du hast noch einen Double Cheeseburger. Wäre normaler, hätte ich drei. Pommes müssen immer knusprig sein. Auch wenn sie larger sind, ist das gar nichts. So halb medium. Naja, das ist nicht medium. Schon medium rare. Ist gut? Ja. Okay, ja, dann Mahlzeit. Mahlzeit. Es schneit. Ja, ich habe vorher schon gesagt, ich finde es sowieso ein bisschen lustig. In einer Wüstenstadt baut man in die Halle rein einen Eislaufplatz. Und die Skihalle gibt es ja eh schon immer. Und sie beschneiden den Eislaufplatz ja. Ein kleines Stück früher. Ja.
Also ich würde geben, der Grill Shack in der Dubai Mall beim Burj Khalifa in der Nähe, würde ich geben 5,5 von 10. Es war nichts Besonderes, der Burger, muss man ehrlich sagen. Es ist ja Fast Food. Es ist ein mehr oder weniger Fast Food, muss ich sagen. Der Burger King Burger letztens war fast besser. Und es ist sehr laut da, das ist Ambiente, kriegt keinen Zusatzpunkt. Ganz okay, nichts Besonderes, aber kann man auf jeden Fall essen. Zwischendurch. Ja, in der Dubai Mall würde ich es auf jeden Fall empfehlen. Also, der Grill Shack 5,5. Am gefühlten halben Jahr sind wir jetzt da endlich rausgekommen und haben den Ausgang wieder gefunden von der Dubai Mall zum Burj Khalifa und das ist noch immer Wahnsinn, wenn man da so raufschaut. Aber er ist gerade nicht so besonders beleuchtet, so wie ich es in Erinnerung habe, ja. Weil damals war da viel mehr, oder? Stimmt. Ich glaube, das setzt die Welt ja, schon voll viel da. Ich glaube, es kommt das mit den von denen oder an. Oder Energiekrise, wer weiß. Wir sind wieder mal umgezogen. Ja, diesmal mit der richtigen Golf-View. Man sieht im Hintergrund so die Skyline von Dubai, Burj Al Arab und da links so Marina Bay Area und den kompliziertesten Autobahnknoten, den ich zumindest da je gesehen habe. Aber haben wir deutliche Verbesserungen und der Golfplatz und Top Golf sieht man im Hintergrund. Also jetzt ist glaube ich die Verena zufrieden mit der View, oder? Ja, jetzt bin ich zufrieden. Super. Das ist das, was wir gebucht haben. Dann können wir uns jetzt endlich wieder ins Bett legen. Wir werden extra früh aufstehen, wir essen gute Nacht.